Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession, die Ihnen heute Abend präsentiert wird von einem langen Tag, sehr viel Kaffee und einer fürchterlich leckeren, riesigen Schnecke. Eine schöne Streuselschnecke mit richtig dick Zucker obendrauf, herrlich. Es ist etwa ein Träumchen. In der letzten Zeit hatte ich immer so, naja, in der letzten Zeit, das wäre wirklich ein bisschen übertrieben. Kennt ihr auch bestimmt, da freut man sich, da hat man so Schneckenhunger. Da hat man so Schneckenhunger, ab und zu sieht man dann mal beim Bäcker des Vertrauens, sieht man dann so eine geil aussehende Schnecke, aber dann stellt die sich als so ein trockenes Irgendwas raus. Und dann vergeht einem schon wieder alles, aber die war wirklich erstens monströs und zuckrig fluffig. Es war ein Traum. Es war ein Traum in Schnecke. So, jetzt müssen wir hier mal versuchen auszuparken. Und ich habe ein bisschen mit mir gehadert, ob ich euch jetzt hier auf die Fahrt ja nach Hause mitnehmen soll. Weil es ist ja wieder so langweilig. Das will ja wieder keiner sehen. Wir fahren hier wieder nur doof durch die Gegend. Es ist auch noch mitten in der Nacht. Man sieht nicht mal irgendwas, was kreucht und schleucht. Eventuell, nee, das ist nur komisches Harz. Eventuell begegnen wir nur wieder irgendeiner komischen Seeschlange oder so. Oder hier ein paar Schlundegel. Keine Ahnung. Wir lassen uns mal überraschen. Aber, ja, hier. Ich will mir diese Insel nochmal anschauen. Ich will natürlich auch kein großartiges Risiko eingehen mit unserer geilen Beladung, die wir da haben. Aber man sieht es schon so im Hintergrund. Oh Gott, oh Gott. Oh, es wird der größte Berg. Es wird der größte Berg der sieben Weltmeere. So, habe ich schon erzählt, dass spät ist? Habe ich schon erzählt, dass ich wieder, naja. Ach, wir wollen es mal nicht übertreiben. Ich will mal den Teufel nicht an die Wand malen. Wir werden heute ein bisschen mehr Gelaber und vor allen Dingen das allseits berühmte Dummgelaber hören. Und darauf, auf dieses Versprechen, nehme ich doch nochmal ein Schlückchen Kaffee. So, das führt mich dann zur nächsten Frage. Auf was habt ihr euch denn heute so schön gefreut? Irgendwie, gab's irgendwie was? Gab's irgendwie, einen Menschen? Irgendwie, gab's eine Situation? Oder auch nur irgendwie ein profanes Ding, auf das ihr euch heute gefreut habt? So wie ich hier heute mal wieder eine winzig kleine Aufnahmesession zu Valheim heute aufzunehmen. Mit einem kleinen Schlückchen Kaffee dazu. Ach, jetzt herrlich. So. Es wird aber auch, ich muss euch auch wieder vor, es wird wirklich eine kurze Aufnahmesession. Ihr müsst also das gefürchtete, quasi übermüdete Spieldrang heute nicht allzu lange ertragen. Erleiden, wollte ich sagen. Muss ich mir selbst auf die Hände hauen. Ich würde mir allerhöchstens zwei Folgen heute. Also diese und morgen dürft ihr euch auch schon freuen. Oder, ja, einfach mal zwei Tage Pause machen. Weißt du, mach sie jetzt aus, morgen noch einmal schlafen und dann kann man sich die Folge wieder anschauen. So, wir... Das ist so, ja, da hinten ist ein monströser Riesenberg. Quasi wie so ein Zuckerhut ragt er da am Horizonte auf, aber gar nicht so weit. Eigentlich wollte ich ja mal aus dem Boot raushüpfen und da mal kurz auf Tuchfühlung gehen. Mal kurz die Nase in den Schnee stecken und mal... Naja, ich bin so ein kleines gebranntes Kind. Der letzte Berg war natürlich riesig geil und schön. So wie der Riesenmond heute am Abendhimmel. Aber hier bei unserer... Da hinten. Da. Dorten. Bei unserer Abriss-Skihütte, ja. Ja, ja, ihr wisst schon. Der war ja mickerlich hoch 3. Da oben. Ist das nur ein... Keine Ahnung. Rendert das da oben nicht so richtig, weil es so weit weg ist? Oder ist das ein Häuschen da oben?
Also wie bei unserem geilen Berg, den wir letztlich hatten. Mit dem Golem und mit den Drachen und mit den Wölfen, pipapo. Ist es das? Oder ist es nur ein komischer Felsen? Ein ziemlich viereckiger, steinhausartiger Felsen? Okay, na gut, lassen wir uns mal überraschen. Der Berg geht bis hier, alter Schwede. Okay, gut. Wir müssen anbauen. Das ist ja wohl allen klar mittlerweile, oder? Ich könnte auch was zu essen vertragen. Das ist doch so. Okay, essen wir. Ich kann nicht noch mehr. Warum? Aber Marmelade als Nachtisch geht, ja. Komm hier, essen wir. Essen wir eine schöne Himbeere. Der Berg ist wirklich extrem steil. Ist jetzt auch wieder die große Frage. Ist der jetzt geiler als der andere? Also als der, der den wir letztlich... Ihr wisst schon, der mit den Drachen und mit dem Golem und den Wölfen. Wir hatten... Das kam jetzt ein bisschen überraschend. Weil der so extrem steil ist. Da können sich ja nicht viele... Vielleicht Steinböcke oder Bergziegen oder so, die können sich ja an den steilen Wänden festhalten. Das würde wahrscheinlich kein Problem sein. Bei Wölfen wird es ein bisschen schwierig, oder? Die sind jetzt natürlich auch pseudo weit weg. Das ist, keine... Ja. Ja. Okay. Jetzt, huch, ist jetzt nicht so, dass ich es brauchen würde nach der letzten Folge. Ich erinnere mich, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, ich erinnere mich düsterlich, aber wir haben, glaube ich, Eisenvorrat bis in Folge 150 oder so. Ich will es jetzt nicht übertreiben oder irgendwie, keine Ahnung. Aber es war wirklich reichlich, Ich kann mich überhaupt nicht mehr entsinnen. Wann wir denn in den Sumpf gegangen sind, das ist aber auch noch nicht so sehr lange her, oder? Ich bin jetzt unsicher. Gefühl, 20 Folgen, treiben wir uns da schon rum mit ein bisschen Eskapaden hier und da. Zu Hause auch immer ein bisschen bauen und so. Warum setzen wir nicht eigentlich volle Segel? Keine Ahnung. So, der Berg ist monströs und riesig und ich will da drauf. Später irgendwann. Da oben sind... Von der Seite scheint es ein bisschen angenehmer zu sein. Hier vorne haben wir auch ein bisschen Dunkelwald. Da könnte man sich nochmal ein kleines Häuschen irgendwie hinzimmern. Ja. Und... Der ist echt super nah. Der ist wirklich super nah. Man fährt hier einmal kurz um die Ecke. Die Insel ist nicht allzu groß. Die sind alle nicht allzu groß. Kann es sein, dass irgendwie die Starterinsel extrem riesig ist? Oder ist es abnorm oder ist es normal so, dass man sich auf seiner Starterinsel jetzt erstmal ausproben kann bis zum St. Nimmerleinstag? Alles grinden, wie man möchte, sich einen riesigen Palast dahin zimmert und erst dann quasi aufs Boot steigen muss? Ich weiß nicht, ob wir das hier richtig spielen. Ich bin mir unsicher. So, ich kenne die Antwort. Ihr müsst jetzt, ihr müsst einfach, Schnute halten und einfach mal zugucken. So, ich weiß schon Bescheid. So, ach, jetzt waren wir hier schön in den Sonnenaufgang. Ach, herrlich, unter hinten am imaginären Regenbogenhorizont. Ach, wo der Himmel ins Meer fällt, da wohnen wir. Ach, so schön. Schon wieder ist es blau. Was ist denn das mit dieser Insel? Liegt das jetzt am neuen Update irgendwie, dass das hier alles irgendwie so ein bisschen komisch aussieht? Oder irgendwie habe ich ihn an der Waffel? Und war das schon immer so? Ich bin mir sehr unsicher. So. Dann haben wir ja gleich unsere heimischen Gestade. Haben wir ja schon gleich erreicht. Da hinten. Was war das? Wahrscheinlich Bäume. Das sah ein bisschen aus wie so ein unfertiger Steg. Kann aber gar nicht sein. Mein unfertiger Steg ist da hinten.
Wind können wir noch gerade so ausnutzen. Ich muss noch mal ein bisschen beidrehen. Jetzt fängt es auch schon wieder an zu schiffen. Volle Wurst. So. Ich habe euch ja schon ein bisschen vorbereitet für die heutige Folge. Wir machen mal... Hallo? Was war... Komisches Geräusch. Ich hoffe, ich habe mir das nicht eingebildet. Dann müsste ich noch mal entweder mehr Kaffee trinken oder weniger Kaffee. Ich bin mir unsicher. So. Wir haben es gleich. Ich bin mir unsicher, da vorne sieht es aus wie eine fette Riesenwand und ich fahre da einfach nur drauf zu. Hier gibt es einen kleinen Wasserfall im Ozean, ist auch sehr schön. So, ich mach mir zunehmend Sorgen. Naja, worauf ich hinaus wollte, wir werden heute wirklich eine sehr, sehr grusame Folge machen. Ist also, ihr werdet zu Hause ein bisschen bauen, Zeug, Kram, alles mögliche einschmelzen. Ich glaube, wir müssen hier rum. Das wird jetzt hier noch der aufregendste Teil der ganzen Folge. Oh Mann, ey. Es wird noch der aufregendste Teil der gesamten Folge hier sein. Hier um diese Landzunge herumzufahren. Und jetzt sind wir schon wieder aus dem grauen Nieselregen, sind wir jetzt schon wieder rausgefahren. Komisch. Egal. So, hier einmal rum. Und dann ist noch die große Frage, da hinten ist ja noch unser Boot. Das müssen wir ja auch noch irgendwie wiederkriegen. Wenn ich nicht so schrecklich faul wäre, ist grausam. So, haben wir es doch gleich hier vorne. Da hinten wurden wir schon. Ich kann schon den Stall riechen. Herrlich. Das eigene Bettchen, schön. So, ich glaube, das hat auch mehr. Das strömt jetzt auch mittlerweile nach... Nach einem halben Jahr Spielzeit verströmt das wahrscheinlich auch mehr Odor als der Wildschweinstall draußen. Ich kann es mir gut vorstellen. Und abends haben wir schon unsere Lieblingsbettwanze. So groß wie ein Hamster, die wir uns dann genüsslich auf die Brust legen und sie liebkosen. Schön. Hoppala. Spicy, der kleine Süße. So, da hinten, mich dünket, wir haben es doch gleich. So, einmal kurz nochmal hier um diese kleine Zunge da gefahren. Ja, guck mal, hier da, diese da und dann sind wir schon da. Da wohne ich hier, für alle, die neu sind. Ach, Menschenskinder, irgendwie ist auch heute Abend nicht mehr zu helfen. So, deshalb auch nur zwei Folgen heute. Ich glaube, dann ist aber auch wirklich vorbei. So, also einschmelzen, ein bisschen bauen. Ich wollte noch mal gucken, wie wir noch mal ein bisschen was upgraden können. Vielleicht noch mal ein bisschen Steinstraße. Und, ich glaube, dann ist auch schon wieder, sind die 10 Minuten auch schon wieder drum, wa? Irgendwie habe ich ebenfalls so das gleiche Gefühl. Naja, ich bin mir unsicher. So, ach, wie schön sich hier das Feuer. Jo, 1A professionell angelegt. Ich sortiere erstmal aus und dann. Ja, ich sortiere erstmal aus. Das ist mir sonst nichts. Ist ja hier kreuz und quer quasi. Wir haben mega viel Kram und Zeug dabei. Irgendwie nichts aufregend, nicht wahr? Das war jetzt nur von den letzten Kreuzzügen hier an. Hallo? Ach, die Schweinchen machen schon wieder Quatsch. Ja, was wir so an den Gegnern eingesammelt haben. So, ach ne, hier oben haben wir ja noch Platz gehabt. Ja, da ist noch reichlich Platz. So, das kommt nach hinten, das kommt nach nebenan, das kommt auch nach nebenan. Das kommt auch nach hinten. Kommt hier hinter uns. So, das kommt hier oben rein. Haben wir noch ein bisschen mehr Kram und Zeug? Nö, Jens, jedenfalls nichts, was mir jetzt irgendwie sofort spontan ins Auge fallen würde. So, das da rein. Das kommt doch hinten. Das kommt hier rein. So, dann haben wir noch ein paar Karottensamen. Das kommt hier ganz in diese Kiste. Die können wir gleich mal so schön einpflegen hier. Und das kommt hier hinten zum Fresserchen. Genauso wie das auch. Und das auch. So, sehr schön. So, erstmal die Sämchen weg. Die Pilzchen. Geil, richtig schön.
Hier können wir uns da wieder schön einen Topf machen. Und hier haben wir noch ein paar Kohlchen. Und hier oben haben wir sogar noch Platz. Ausgezeichnet. Ach so, und hier. Die Vorratskammer quillt langsam über. Das ist erfreulich, aber auch irgendwie... Naja, mal gucken. Hier ist alles mega voll. Hier ist kein Platz. Hier ist auch voll. Hier geht gerade noch sowas rein. Okay, gut, ja. Heißt also, wir müssen demnächst hier auch nochmal umbauen. Oh, da müssen wir bauen. Was natürlich total schrecklich ist, weil ich es total geil finde, aber ich habe immer das Gefühl... Hat sich leider immer noch niemand so richtig gemeldet. So, einmal hier, einmal da und dann haben wir keine Arzt mehr. Okay, na gut, so. Aber wir haben hier wieder ein bisschen für romantische Stimmung gesorgt. Ich wollte einschmelzen. So, kann ich von hier... Jo, geile Scheiße, es funktioniert. Ich muss nicht rüberspringen, ich kann mich einfach dahin schleppen. Hätte ich mal was essen sollen, wäre wahrscheinlich nicht so verkehrt gewesen. Nee, komm. So, dann haben wir es doch gleich. Sehr schön, sehr schön. Zur Schmelze kommen wir nicht mehr wahrscheinlich. Ne. Na tolle Wurst, ein Meter davor. Es ist doch immer wieder das Gleiche. So, komm, lad mal auf. Geil. Hier rein. Oh, ja, voll gut. So. Und dann haben wir... Ja, ist doch super. Dann nehme ich mir doch gleich mal ein bisschen Kuli. So, und dann werden wir hier mal... Jo, unser neues, geiles Ausgehbeinkleid werden wir denn hier mal ein bisschen Metall schmelzen müssen. So. Ich habe es ein bisschen auf die Kobolde abgesehen. Und vor allen Dingen auch... Ihr habt sie auch gesehen. Mama und Papa Eber, warum nehme ich ihn nicht einfach als... Ja, genau. Überladen, ist dann egal, ob 100 Kilo oder 1. In diesem Falle. Gut, dass die Knie noch durchhängen, wollte ich schon sagen. Wir scheinen aber noch deutlich unter 30 zu sein. So, das ist irgendwie immer so die magische... Das magische Alter, in dem alles irgendwie anfängt, so ein bisschen... Naja, so, ja, weißt du, so alles, das zuppelt dann alles hier und da immer so ein bisschen. Und gerade das Gefühl, ich musste mal in den Wald hocken und mal ein paar Bäume mitbringen. Es ist alles nicht so aufregend. Es ist wirklich alles nicht so aufregend, so, Alter. So, einmal hier, einmal da. Und dann stopfen wir mal hier ein bisschen was rein. Wir brauchen Kohle. Und zwar nicht zu knapp. So, dann einmal hier rein. Durchrepariert ist, haben wir noch Pfeile. Wir haben überhaupt keine Pfeile mehr am Start. Gut, dass ich gerade alles Holz rausgenommen habe. Ach, ich bin mal so frei. Dann machen wir das einfach mal so. Dahin. Hallo? Ist da jemand? Weißt du, entweder war's... Es sah sogar ein bisschen drachenartig aus. Entweder war es das oder die fetteste Möwe von die Welt. Ich bin mir unsicher. So, ich mache mir mal flugs ein paar Pfeile. Nicht, dass der Boden sich hier wieder bewegt. Und wir dann gleich wieder ein bisschen Popokarte haben. Da muss ich auch nochmal schauen. Ich habe da so einen leichten Verdacht. Irgendwas habe ich gesehen. Ganz hinten in meinem... Oberstübchen. In der hintersten, verkramtesten Ecke. Da bei den Spinnen. Irgendwie kann ich mich... Konnte ich mich so leicht entsinnen, dass wir hier noch Gerätschaften bauen können. Warte mal, eine kurze, knappliche Sekunde. Wir haben doch noch 12 Holz. Die werde ich jetzt mal nicht in Pfeilen investieren, sondern... Warte mal, wir hatten doch das Teil, Schmiedewerkzeuggestell, aber wir hatten doch auch noch... Hatten wir nicht noch was für... für die Werkzeuge. Bank bekommen? Mir war irgendwie warm so. Als hätten wir... Keine Ahnung. Schmiede. Alles für die Schmiede. Sehr merkwürdig. Schmiede. Hier, Schmiede.
aber auf Englisch und Schmelzofen, das brauchen wir alles gar nicht. Hier oben, Werkzeug egal. Ich bin so blindfischig. Genau, wir haben das Obsidian eingesammelt. Und ich brauche eine Schmiede dafür. Und 4 Eisen. Und 10 Edelholz. Und 4 Obsidian. Ja, das ist ja wohl kein Problem. Das Ding ist halt... Ich dachte, das ist so klein und schmal und schmächtig und dann kann ich mir das hier... Ach, ne. Nee, mach ich das ja auch nicht. Grün ist irgendwie anders. Warum geht das hier nicht? Wegen der Leiter? Und hier an die Seite? Ja, es... Wir könnten auch das Fenster wegreißen. Das könnten wir natürlich auch machen, wobei der Ausblick so schön ist. Mit einem Fenster... ein Fenster ist mir einfach zu wenig. Ja, dann baue ich es doch einfach mal hier an die Seite ran, wa? So, 10 Edelholz, 4 Eisen... Habe ich überhaupt noch 4 Eisen? Die 4 Eisen habe ich doch schön... Die habe ich ja... Huch! Nee, dankeschön. Die habe ich doch schön in den Helm investiert. Jo, habe ich überhaupt nicht mehr. Und hier ist immer noch der Schwarzmetallschrott. Ich habe keinen blassen Schimmer, was man damit anfängt. Null. Ich werde vielleicht nochmal irgendwann drauf stoßen. Vielleicht werde ich auch mal. Und das kommt jetzt wirklich sehr unerwartet. Das ist... Nein! Das ist doch... Ach, der wusste, was ihm blüht. Ist es immer das Gleiche. Es ist wirklich immer das Gleiche. So, ist das Ding jetzt durch? Könnte ich jetzt eigentlich... Ich könnte doch bestimmt. So, ich nehme mir mal jetzt hier noch... Ich nehme hier mal die 10. Ja. Ich bin sowieso komplett überladen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Der Schmelzofen ist schon durch? Krass, wie schnell geht denn das hier? So, und hier muss ich noch ein bisschen nachlegen. So. Machen wir doch einfach so. Die schnell reingeschlonzt, die schnell hier reingeschmissen. Oh, hier war ja noch ein Kupfer dabei. Interessant. Na gut. So. 10 Edelholz, 4 Obsidian. Hier oben natürlich. Geil, haben wir noch. Gott sei Dank. So. Das dahin, das hier hin. Obsidian. Ich glaube, es habe ich hier. Ich glaube, ich habe es hier. Ja, Gott sei Dank. Oh mein Gott. So. Irgendwo hatte ich es. Ich wusste es doch, irgendwo habe ich es. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das letzte war. Nüscht, ich habe alles. Geil. Könnt es einfach hier an die Kisten ranklatschen. So, fällt keinem auf, sieht super aus. Richtig geil, top. 1A. Ja, oder hier hin. Da klingt. Nech. Seht ihr auch, oder? Der Balken schlonzt da irgendwie so komisch rein. Ist irgendwie nicht so prickelnd. Ich mach's einfach mal. Damit man da auch rankommt und es hier nicht irgendwie, als wären wir kleine Kinder. Wie soll ich da oben an irgendwie an die, naja, an den Holzhammer so und an die Drechsel hier rankommen. Das machen wir es doch einfach mal dahin. So, Werkbankstufe 5. Geile Scheiße. So, oh, Entschuldigung. Ich meine natürlich, oh, formidabel. Oh ja. So, warte mal, eine kurze knappliche Sekunde. Es ist aber auch irgendwie nichts dazugekommen, wa? Kann sein. Können wir jetzt einfach nur 62, alter Schwede, 52. Das ist wie... Ja, wir sollten in der Ebene definitiv noch nicht sein. Jetzt ist wirklich der Berg angesagt. Heißt also, demnächst sollten wir auch mal auf den Berg wieder mal rufspringen. Und den einen oder anderen Wolf mal, weiß ich nicht... Das wurmt mich auch noch ein bisschen. Das müssen wir auch unbedingt nochmal ausprobieren. Wenn ich jetzt hier eine kurze, knäppliche Sekunde... Ich nehme das mal nur so in die Hand, ja? Nö. Einfach mal nein. Ich dachte, man könnte sich eventuell auch irgendwie... Also, da Hirschleder hatten wir schon am Start, danach war Trollleder, jetzt ist ja wohl irgendwie Wolf dran. Ich dachte, wir könnten uns mal einen neuen geilen Umhang irgendwie kredenzen.
Ja, ich sollte aufhören zu denken, anscheinend. So, das kriege ich ja zum größten Teil schon ganz gut hin, aber manchmal, ja, manchmal enttäusche ich mich doch irgendwie noch immer selber. Es ist, ja. Okay, gut. Also kein geiler Wolfspelz-Umhang. Ja, okay, na gut. Ja, dann könnten wir jetzt höchstens noch upgraden. Dann könnten wir jetzt hier schön noch mit Trollleder und den Hammer. Hammer hat maximal Trollleder-Umhang. Könnten wir noch machen. Rüstung 3. Ja, Herrgott, haben wir ja am Start, wa? Also ist ja ein okay Problem. So viel Trollleder, wie wir haben. Machen wir doch einfach mal so. Ja, vielen Dank, Dankeschön. Danke. So. Machen wir das doch einmal. Oh, oh, oh. Ja, was ist denn? Was sehen denn meine entzündeten Augen da? Wir haben ja so eine. Oh, was ist denn hier los? Wir haben ja so eine. So eine stattliche. Stattliche Figur. Ich gehe jetzt da nicht weiter drauf ein. So, hier schnell den Umhang. Sonst komme ich hier noch auf dumme Gedanken. So, da rein. Dann haben wir hier noch einmal davon und einmal dorten. Das ist doch einfach mal da. Ich habe einen blassen Schimmer. Oh, wir haben ja noch Schleim. Wie kommt denn der da hin? So. Dann einmal hier das dazu. Was ich hier... Ja, komm. Wir essen jetzt hier immer schöne Bocki auf die Hand, würde ich sagen, wa? Das sollte doch wohl alles in Ordnung sein. Haben wir das Fundament jetzt hier in Anführungsstrichen? Nö, haben wir natürlich nicht fertig gemacht. Hier hinten wollte ich auch noch... Hinten war jetzt auch noch die Frage, ob wir hier so einen Keller... So einen Kellerabteil uns irgendwie hier hinbauen. Ja, vielleicht sollten wir das dann mal anfangen. Aber die Nacht bricht langsam rein. Ich würde jetzt hier einfach mal ein bisschen einsammeln. So, warte mal. Bist du durch? Jetzt fehlt schon wieder ein... Jetzt fehlt schon wieder eine Kohle. Warum ist das Gerät immer so... gerätig zu mir? Kann es... Ich habe noch Kohle dabei gehabt. Na toll, los. Kann es nicht immer ein bisschen menschlich sein, ja? Klar, wir machen auch alle Fehler. Deshalb sind wir ja Menschen, aber hier... Also es geht um meine Fehler. Meine Fehler sollen ausgebessert und ausgebügelt werden, ja. Und ach, Mensch, ey. Naja, wie mache ich hier was vor? So, dann einmal hier wieder zurück. Oh Gott, wir müssen noch ernten. So, dann einmal hier. Ah, dieser herrliche Duft. Oh, könnt ihr das auch riechen? Ach, so sehr. Oh, dicke, fette Rüben. Geile Scheiße. So, ich hab's heute irgendwie mit Scheiße, oder? Kann das sein? Ja, wirklich. So, was ist da los? Dann einmal hier alles einsammeln, was geht. So. Hier, dorten und da. Dann ist wieder die große Frage, wie mache ich's? So. Soll ich hier... Eigentlich ist es ja egal. Könnte man ja hier ein Karotten und hier unter drüben quasi ein Rübenfeld machen. Die Karotten sind jetzt allesamt. So. Das Feld hier ist kleiner. Da könnte man doch hier die Karotten machen und die Rüben. Die Rüben machen wir dann drüben auf dem großen Feld. Ich glaube, das ist eine halbwegs schlaue Idee. Dann werden wir das doch einfach mal so ausprobieren, obwohl es jetzt hier wieder schön dunkel wird. Geil, dann können wir ja trotzdem nochmal schnell rüberrennen. Und da nochmal die Rübchen einsammeln. Ja. So, ausgezeichnet. So, hier einmal dort, einmal da, einmal hier. So. Ich glaube, jeder, der jetzt mittlerweile noch irgendwie am Apparat sitzt oder davor, sitzt auch wirklich nur noch davor. Und ist bereits eingeschlafen. So, ich schick dir schon mal einen dicken Knutschi auf die Wange. Schlaf schön, träum süß. So, ich versuche auch keine hastigen Bewegungen mehr zu machen oder irgendwie laut zu schreien. Ach, guck dir mal das Feuer an. Oh, ist das schön. Ach so, Entschuldigung.
So, ich glaube, da oben müssen wir auch wieder ein bisschen reinschmeißen. Heißt also, wir müssen ja eigentlich auch schon wieder mal wieder in den Wald, wa? Wie sieht das jetzt aus? Sowas ohne euch oder mit euch? Das ist wieder das große Problem. So, ich müsste wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Ich nehme euch einfach dumm dreist mit. So, habt ihr nun davon. Nix träumen. Rüben. Guten Morgen. Guten Morgen, Tag 174. Liebes Tagebuch, Tag 174. Heute Nacht habe ich mal nicht von Geistern geträumt, sondern von Rüben. Ich habe von Rüben gestampft, gebraten, als Bratling so geil paniert. Schön angeröstet, gedünstet. Rübensuppe, Rübenpuffer. Ach, es war so herrlich. Lecker, lecker. So, aber ich habe noch nicht genug Rüben am Start. Ich habe den Haufen hier unten nicht gesehen. 6 Rüben! Ich habe doch mehr als 6 Rüben eingesammelt. Das ist doch schon mal. Und 153. Warte mal, ich hab's vergessen. Verdammt! So eine Sachen, wenn wir die schon mal irgendwie ausgerechnet haben, dann sollte ich mir die noch merken. 120, waren es nicht 120 oder so? Ich bin mir unsicher. So, warte mal. So. Wir haben 56. Wir wollen heute auch ein bisschen Rüben im Topf herstellen. Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal. 10er Stack können wir uns gar nicht machen. Dann haben wir wieder zu wenig. Aber ich würde sagen, wir machen uns einfach mal 5. Einfach so, weil wir es können. Und weil geil ist, dass wir immer mal ein bisschen was zu futtern am Start haben. Und 6 sind schon, ist schon ein quickliches Sümmchen. Definitiv. Genauso wie hier die Möhren. Den Rest werden wir jetzt einfach mal schön einpflanzen. So. Wer die Türe auf? Geil. Ach, ein neuer Morgen. Halleluja. Schön. Ich habe natürlich wieder das Werkzeug vergessen. Jetzt sind natürlich immer meine kleinen, feinen Methoden. Ihr wisst schon Bescheid. So. Rennst du hier wieder rein, kannst du wieder ein bisschen doof labern, vergisst du wieder, welche Schublade du hier aufmachen musst. Schwuppdiwupp, schon wieder 30 Sekunden vergangen. Super! Die Videos machen sich quasi von ganz alleine. So, kultivieren müssen wir nicht, wir machen hier geil Möhrchen. So, Schweinchen haben Hunger. Schweinchen haben richtig Hunger wahrscheinlich. So, ja nochmal, da in die Ecke, da passt da bestimmt auch noch eine rein. So, lecker Möhrchen. So, hierhin, dorten. So. Ach, ist ein bisschen... Huch, warte mal, ich mach mal einen auf diesen. So, schon ein bisschen zen-artig. Hier schön stehen, ein bisschen Gartenarbeit, auch wenn sie nur virtuell ist. Und ich mich im wahren Leben eigentlich davor gruseln würde, den ganzen Tag nur auf dem Feld zu stehen und Möhrchen anzusäen. Also quasi für so ein kleines Heimbeet zu Hause irgendwie auf dem Hinterhof, klar. Da haben wir auch so ein schönes kleines Kräuterbeet. Da haben wir auch ein paar Beeren und so. Wir haben jetzt seit neuestem auch Essblüten. Es sieht aus wie so eine... Keine Ahnung, wie soll man das beschreiben? Es sieht aus wie eine fette Riesengeranie, aber da kommen Blüten raus, die man essen kann. Hatten wir letztlich im Salat, sah nett aus, hat geschmeckt. Nach irgendwas. Kann ich gar nicht sagen. Keine Ahnung. Ist so ein bisschen Abwechslung. Und man hat auch ein bisschen Spaß draußen. Und ist natürlich auch eine Freude fürs Auge. So. Einmal hier und einmal da. So. Ja, und wir haben sogar Tomaten auf dem Fensterbrett. Neben den Duftgeranien natürlich im Bad. Es ist super. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Die Dinger wachsen echt wie Unkraut und verströmen dabei auch noch einen wirklich herrlichen Duft. Es ist super. Es ist wirklich super.
Da spart man sich jedes Spray nach, ja, ihr wisst schon. So, und hierhin ist viel zu eng und es wird nicht wachsen, aber ich mache da noch einen hin. So, wie viele haben wir denn jetzt verwurstet? Ja, haben wir doch richtig gut gerechnet, wa? Also 1A, Pi mal Daumen irgendwie von 100 Watt, 50, sind jetzt irgendwie 66 übrig geblieben. Also können wir uns mal 100, können wir uns mal 100 merken. Für das Feld 100 und dann haben wir hier immer noch was, was wir hier schön in die Kiste packen können. Ist ja jetzt nicht so, als hätten wir hier noch ein paar. Ist ja alles schick. Wir haben sogar noch Rübensamen. Mal eiserne Reserve. Machen wir mal eiserne Reserve. Die Dinger zu finden, ist echt auch wirklich ein Kunststück. So, dann baue ich doch hier nochmal Flugs an. Sehr schön, sehr schön. So, ein bisschen Rübensaat. So, glaube ich, brauche ein bisschen mehr Abstand, aber... Ja, komm, das ist so. So, mit einem Schielauge sieht das auch alles extrem gerade aus und die haben alle super viel. Super viel Abstand. Da würde mir jeder Gärtner auch versichern, irgendwie ich halt hier irgendwie die natürlichen Pflanzenrechte, ja, auf 3 Quadratmetern pro Rübenzögling halte ich hier ein. Ist ja alles überhaupt kein Problem. So. So, hier mal da. Ja, komm, das Auge ist ja auch mit. Das kann auch mal ein bisschen Abwechslung sein. Ein bisschen schief, ein bisschen krumm. Das erheitert das Auge. Und bringt ein bisschen Abwechslung rein. Ich habe keine mehr. Die habe ich natürlich jetzt schön zu Hause in der Schublade. Lecker als Süppchen. Ich mach mal auch hier zu. Einfach so, wie man jetzt kann. So, meine Kleinen. Wie geht's euch? Oh, die sind alle hungrig. Ach Gott, das machen wir. Für die heutige Folge machen wir das nochmal eben. Mal ein bisschen die Schweinchen füttern. Wie sieht's denn aus? Hatte ich nicht noch irgendwo? Oder habe ich die schon wieder alle... Wird die alle verwurstet? Oder... Nee, ich hab noch welche. Geile Scheiße. Komm, ja, die 16. Ja. So. Können wir denn noch auf den nächsten Stack... Den können wir dann auch noch schön hier verfüttern an unsere kleinen... An unsere kleinen, borstigen Lieblinge. Kommt dran, meine Kleinen, kommt! So, schnell mal die Rüben auspacken, bevor sie mich irgendwie anknuspern. So, und dann einmal schön durchknuddeln. Ja, kommt hier, geil, ja. So, ich will euch auch gar nicht vom Fressen abhalten. So, am Ende beißen sie mich noch im Arsch. So, und da sind jetzt alle geliebt hier. Nee, komm hier, da muss noch, hier muss überall, ja, komm, gib mir die Herzen. Ach, sind schön. Ach, herrlich. So, wunderschön. Die haben alle gefuttert, da sind sogar noch 6 Karotten übrig. 10 Schweine, 10? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Da haben aber 4 noch nicht gefressen, was ist hier los? Aber die sind zahm und fröhlich. Hä? Egal. So, es ist mir wirklich egal. So, oh, was höre ich da im Hintergrund? Oh, hört ihr ihn auch? Der Spaßexpress ins Abenteuer Schweineland, der kommt da gerade wieder. Ja, man kann ihn, es regnet gerade, man hört es sehr schwer. Man hört es wirklich sehr schwer. Ja, ich würde sagen, warte mal, es ist so, komm hier, der könnte mich in voller Pracht hier nochmal schön anstarren. Manchmal hier da unten. Manchmal ist komisch. So, mit diesem Schiedwetter und diesem heroischen Anblick verabschiede ich mich mal in die nächste Folge. So, dann werden wir mal ein bisschen bauen. Und ja, schauen wir mal, was für ein Schabernack uns denn noch so einfällt. Wir wollen das Erz noch einschmelzen. Rüstung wäre dann wahrscheinlich auch dran. Und ich würde sagen, wir probieren uns mal an einem schönen Weg. Hier einmal vom Steg bis zum Tor und noch darüber hinaus. Ich bin gespannt. Vielleicht wird's gut. Also gut wird's definitiv, aber vielleicht wird's auch schön. So, bis dahin. Hab noch eine wunderbare Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
oder der Boden erzittert. Tschüss.